You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. KinoCast. Gut, fang an. Selbstverständlich. Wenn du das sagst, hallo und willkommen hier zum neuen KinoCast. Nummer habe ich gerade vergessen, aber kann ich gleich rausfinden. Mit mir in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Oder besser gesagt im Studio durch die glockenklare Verbindung. Wir haben übrigens 472. Und manche, die unseren Blog irgendwie abonniert haben, man kann das irgendwie abonnieren und dann kriegt man eine Meldung, wenn ein neuer Beitrag erscheint. Ich hatte gestern mal versehentlich mal den neuen Beitrag schon mal das Template wenigstens angelegt, damit es schneller geht. Denn wir nehmen heute, so selten wie es passiert, mal Dienstag auf. Was eigentlich hat man, glaube ich, noch nie oder so. Weiß nicht. Doch, das hatten wir ganz am Anfang, als wir angefangen haben, wir zwei, also als ich dazu kam, haben wir mal immer Dienstagabends aufgenommen. Aber dann hat sich das immer mit der Woche und dann war so viel los und dann haben wir überlegt, sonntags ist geschickter. Stimmt. Naja, für die, die uns hier ein bisschen aufmerksam verfolgen, die wissen ja, wir hatten am Wochenende ein bisschen was anderes vor. Normalerweise nehmen wir Sonntagabend auf, aber da hat man wirklich ein bisschen was anderes, wenn es ja schon mal was zu feiern gibt. Wir sind ja durch ein Tal der Tränen durchgeschritten in den letzten Monaten, Jahren. Und können wirklich von Jahren reden. Da gab es halt mal ein positives Erlebnis hier. Genau, hier das hier. Wenn du. Oh, gut, damit wollen wir euch jetzt nicht behelligen. Das ist einfach zu schräg. Da könnt ihr bei den Kollegen mal reinhören von rundumdenbrustring.de, wenn ihr einen Podcast hören wollt. Die haben auch in der nächsten Sendung Timo Hildebrand zu Gast. Wow. Den Meister-Torhüter. Der war dann auch bei Schalke. Vielleicht hört er auch die Luise gern mal rein. Ich glaube, bei Schalke war er. Dann war er mal im Ausland, ne? War auch Valencia oder so, wenn ich mich recht erinnere. Für die deutsche Nationalmannschaft war er ja auch mal unterwegs. Ja, aber ey, wir reden über Filme. Und dadurch, dass wir heute zu so einer komischen Zeit aufnehmen, haben wir ganz, ganz viele Filme für euch. Nämlich, wir haben zwei Sneaks für euch, weil gestern war eine Sneak, also am Montag, und die Woche vorher war halt auch eine Sneak. Und ihr bekommt also zwei nagelneue Filme, die noch gar nicht im Kino laufen. Dann können wir noch ein bisschen was erzählen, weil bei uns war ein Filmteam im Kino. Was haben wir noch? Wir waren in dem brandneuen Film Alien Covenant. Da sind wir einfach mal so rein. Also wir waren nicht untätig, ne? Auch wenn wir jetzt irgendwie später da sind. Und dann, die Kate hat noch im Kino noch was geschaut und auf Sky was geguckt. Und ich habe eine Rezensions-DVD rezensiert. Blu-ray war es sogar. Und auf Sky auch noch was geguckt und wir haben ein Gewinnspiel heute auf jeden Fall und ein Gewinnspiel kann ich auflösen. Das heißt, ja, die Gewinne sind schon unterwegs, nämlich das war von der Überflieger. Ah, das machen wir dann im Allgemeinen. Wir fangen einfach mal an, weil wir haben viel Programm. Pickerpacke voll sind wir heute. Die erste Sneak, die wir besprechen, heißt... Oder der Film heißt In Zeiten des abnehmenden Lichts. Und der Film oder der Titel, als der dann irgendwie mal da stand, er sagte mir so gut wie 0, nix. Stand das mal so da, X-Verleih, da wusste man schon, ein deutscher Film kommt. Warner stand aber auch am Anfang mit da, da war die Hoffnung etwas größer. Und dann begann ein Film, wo ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe, der lief wohl auf der Berlinale sehr erfolgreich. Das Drehbuch hat geschrieben Wolfgang Kohlhase und Regie hat geführt Matti Gschonek und der Hauptdarsteller ist Bruno Ganz, der den Adolf Hitler gespielt hat in Der Untergang. Nein! Der spielt einen SED-Kader, kann man es nennen. Also das Ganze spielt 1989. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte von dem Film, dass er mir ein bisschen präziser sagt, wann genau. Denn ich habe die Zeit hautnah miterlebt und da haben sich bei mir diese Timeline, diese Ereignisse hat sich bei mir ziemlich ins Gedächtnis eingebrannt, sodass ich ungefähr
weiß, wann bestimmte Dinge passiert sind, wann so die Grenzen aufgemacht wurden, wann so intern irgendwelche News kamen und sowas. Aber irgendwie der Film hat es ein bisschen schwer gemacht, weil von Anfang 89 bis Ende 89 ist einfach so viel passiert, dass ja, eine gewisse Einordnung, wenn man gesagt hat, okay, das ist jetzt irgendwie März oder so. Man konnte es auch von der Vegetation her, also es lag kein Schnee oder so, man wusste eigentlich nicht genau, sah nicht wie Frühling aus, sah nicht wie Herbst aus. Auf jeden Fall, ja, ich komme ein bisschen vom Weg ab. Der Hauptdarsteller ist halt so ein altgedienter SED-Kader und der feiert seinen 90. Geburtstag. Und da spielt sich dann der ganze Film mehr oder weniger auch in dem Haus von ihm ab, denn es kommen alle möglichen Gäste und von seinem Enkel auf jeden Fall, die sind nicht mehr zusammen und der Vater seines Enkels ist in Westen abgehauen. So war es, genau. Und das ist natürlich für so einen SED-Kader ein Riesendrama, weil es darf einfach nicht sein, dass da jemand von den Linientreuen da einfach mal jemand aus der Familie da in den Westen abhaut. Und der weiß es aber am Anfang noch gar nicht. Und bestimmte Leute wissen das aber, die dorthin gehen auf diese Feier. Und das ist alles so, ja, richtig so DDR-mäßig so organisiert, so mit Schnittchen und sonst was. Und es kommen halt wirklich verschiedenste Personen auf diese Party und das wird alles interagiert. Das basiert auf einem wohl sehr bekannten Buch, was ich nicht kenne, und wirkte für mich die ganze Zeit auch sehr stark, als wäre das so fürs Theater auch geschrieben worden. Denn das Ganze hat wirklich sehr wenige Settings. Also es hat eigentlich dieses Haus, wo sich das alles abspielt, wo Personen miteinander reden. Das hat teilweise so ein bisschen was von der Gott des Gemetzels, weil da kommen halt irgendwie Dinge ans Licht und Personen sagen sich endlich mal die Wahrheit oder es kommen halt Dinge zur Sprache, die lange hinterm Berg gehalten wurden und man erfährt auch, ja, wirklich drastische Dinge, die Personen jahrelang irgendwie verborgen haben. Und ja, das Ganze halt in dieser Umbruchszeit 1989, wo sich eh so viel bewegt, dass dann, ja, manche sind halt noch irgendwie total linientreu und halten an gewissen Werten fest und andere haben schon die Zeichen der Zeit erkannt. Wieder andere wissen zwar, in welche Richtung es geht, aber spielen noch irgendwie ein falsches Spiel und das kommt alles so dort zusammen. Ich glaube, ich bin so ziemlich der Einzige, der den Film relativ gut fand, weil, ich meine, wir sind hier in Stuttgart im Kino gewesen, das sind wahrscheinlich nicht viele, die aus der ehemaligen DDR stammen und das vielleicht so mitgemacht haben. Ich mag auch eigentlich nicht so, wenn irgendwelche DDR-Kader irgendwie glorifiziert werden oder irgend sowas. Das war hier in dem Film eigentlich auch nicht der Fall. Deswegen, es war sehr, so gefühlt war das sehr echt, der Film. Meistens, wenn so ein Film so ein bisschen mit DDR-Sachen spielt, so, ich sag mal, Sonnenallee oder sowas, dann könnte ich abkotzen, weil das einfach irgendwie, da werden irgendwelche Sachen gezeigt, die so nach dem Motto, hey, wir zeigen mal dies und wir zeigen mal das und so war es halt damals und so war es halt einfach nicht. Aber hier, der Film hat sich einfach total echt angefühlt. Und gerade auch so diese Umbruchsphase, wo jetzt keiner wusste und es gab halt viele, die gesagt haben, nee, ich hau jetzt nicht in den Westen ab, ich versuche lieber hier. Zum einen ist hier meine Heimat, hier ist meine Familie und ich versuche hier was zu machen, gerade jetzt in dieser Umbruchsphase. Ich versuche, dass sich das alles hier zum Besseren entwickelt und manche sind halt einfach abgehauen und dann ist halt auch so, wenn irgendwie, also bei mir ist es nicht passiert, aber ich weiß es von einigen, da sind teilweise, ja, weiß nicht, da ist der Freund plötzlich in den Westen abgehauen, hat vorher nichts gesagt, ne? Irgendwie von irgendwelchen Freundinnen von mir oder so. Und das ist dann schon irgendwie drastisch, dass da jemand so alles stehen und liegen lässt, bloß um irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile da oder vermeintlich wirtschaftlichen Vorteile, weil später kam es ja dann mehr oder weniger dann auch durch die Wiedervereinigung. Also ich fand den Film ziemlich gut, aber ich sehe es ja auch in der Wertung bei uns in der Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe. Das ist nicht jedermanns Sache. Man muss sich ein bisschen, ja, mit dem Thema vielleicht in Berührung gewesen sein oder sich zumindest für das Thema interessieren.
dann, oder vielleicht auch, wer sich für so Theaterstücke interessiert, wo eigentlich sehr, sehr viel geredet wird, vielleicht so Gottesgemetzel, so mal als Anhaltspunkt, wobei es da nicht um solche banalen Sachen geht, in Anführungszeichen, wie da hier mit der Schule und irgendwelche Kinder oder sowas. Und, oder wie hieß denn dieser andere Film? Wie hieß denn der? Frau Müller muss weg, ne? Kannst du dich erinnern? Mhm, ja. Hat man auch in der Sneak. Also war auch so ein Film, wo irgendwie so 95% im Film geredet wird und nur 5% irgendwie gehandelt wird. So ähnlich war das ja auch bei diesem Film. Ich gucke gerade mal in die Wertung rein. Zeiten des abnehmenden Lichts. Oh, da haben ja manche... nee, da hat nur einer was geschrieben. Aber sonst... Na gut, 6 Punkte habe ich gegeben. Damit am meisten Punkte. Aber noch 2 andere haben auch 6 Punkte gegeben. Ein paar haben 5 Punkte gegeben. Naja. Aber viele haben 1 Punkt nur gegeben. Hier ganz schlecht. Also, bei uns in der Sneak sind halt auch viele, sag mal, jugendliche Studenten vielleicht hier, die irgendwo hier im Stuttgarter Raum groß geworden sind. Die können halt mit dem Thema einfach nichts anfangen und das ist halt auch irgendwo uninteressant. Kann ich total verstehen. Ja, schwierig. Ich glaube, für dich wäre da... Ich war ja nicht dabei. Für dich wäre da auch nichts. Ja, ich war ja nicht dabei. Nee. Ich war ja nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Aber das Feedback, was ich von den Freunden bekommen habe, die ja so mitgehen... Der eine hat auch gemeint, das ist einfach, das ist jetzt nicht sein Film gewesen, aber er glaubt, dass wenn jemand gerade aus dieser Thematik kommt, so wie du es ja schon beschrieben hast, oder sich damit beschäftigt, der wird den Film gut finden. Ja? Aber für ihn war es halt nichts. Aber das heißt ja nicht, dass der Film schlecht ist. Es ist einfach nur von der Thematik her, muss man, glaube ich, eher damit, wie du schon gesagt hast, konfrontiert gewesen sein oder sich dafür einfach interessieren. Der Film hätte mich ganz am Anfang bei der ersten Einstellung fast irgendwie verloren gehabt schon. Da zeigen die irgendwo in Schlesien oder irgendwo ehemaligen Ostgebieten da, wo irgendwelche Leute irgendwelche Kartoffeln vom Feld holen und da wird halt dieses mit den Zeiten des abnehmenden Lichtes und so. Da dachte ich, um Gottes Willen, sehen wir jetzt hier irgendwie so irgendwelche polnischen Landarbeiter oder irgendwas da. Aber ja, zum Glück hat der Film dann sehr schnell, also das kam dann halt nochmal auf, weil das geht dann halt weit zurück, die Geschichten, die erzählen, bis hin irgendwie zur Kriegsgefangenschaft, weil die hatten irgendwie das, in Anführungszeichen, das Problem, diese Familie, dass die in der Sowjetunion damals irgendwie gelebt haben als Deutsche und als dann der Krieg ausbrach gegen Deutschland, waren die natürlich dort Abtrünnige und mussten quasi aus der Sowjetunion fliehen und sind irgendwo quasi durch die halbe Welt, waren sie auf der Flucht und als sie dann wieder zurückgekommen sind, waren sie auch in der damaligen DDR auch nicht so richtig so anerkannt, weil ja, sie waren zwar russischstämmig, aber auch nicht so wirklich und ja, deswegen konnten die da auch nicht so richtig, wurden die auch blockiert und so. Das wurde schon ganz interessant aufgelöst alles. Aber wie gesagt, die Zielgruppe ist relativ klein. Ich habe es dem Martin, der ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast war in der Sendung, den habe ich das mal empfohlen. Der beschäftigt sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Geschichte der DDR. Der hat ja auch den Staatsbürgerkunde-Podcast, den ich auch nochmal empfehlen möchte. Den habe ich auf jeden Fall empfohlen, weil er mag auch gerne so Theaterstücke und sowas. Und also für den ist das garantiert was, der Film. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Ja, erstes Sneak, also von mir 6 Punkte. Wie man an der Wertung merkt, das hat mich auch nicht so voll und ganz überzeugt, weil dazu finde ich den Film einfach viel zu speziell und manche Themen hätte man durchaus ein bisschen anders darstellen können und ein bisschen besser, finde ich. Okay. Gestern waren wir noch in der Sneak und da kam der Film Die Erfindung der Wahrheit. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Dann kann ich mal einen Schluck trinken, nachdem ich jetzt so viel gelesen habe. Trink du einen Schluck, ich erzähle über den Film. Worum geht es? Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu erklären, denn der Film erklärt sich innerhalb seines Films überhaupt nicht. Also man muss mitdenken. Und in groben Zügen geht es die Hauptdarstellerin heißt Elizabeth Sloan, wird gespielt von Jessica Chastain. Ich weiß nicht, was sich ausspricht. Und die Elizabeth ist so eine
politische Strategin quasi. Die arbeitet in einer Kanzlei und wird immer dann engagiert, wenn wenn jemand skrupellos ist und total Selbstbewusstes ran muss. Also die wird dann geholt, wenn es problematisch wird quasi. Und sie soll eigentlich quasi der Head of dem auf einer Gegenstrategie sein, denn die Waffenlobby will, dass ein bestimmtes Gesetz nicht verabschiedet wird. Und zwar soll dieses Gesetz soll verabschiedet werden, um den privaten Waffenbesitz schärfer zu kontrollieren. Und die Waffenlobby ist natürlich dagegen und die wollen, dass sie für die arbeitet. Das Ganze will sie aber eigentlich gar nicht und wechselt quasi die Seiten verlässt die Kanzlei, in der sie arbeitet und begibt sich quasi zu den Gegnern und versucht so, dieses Gesetz voranzutreiben und dass es verabschiedet wird. Und das Ganze ist mit diesen Lobbyisten und so, das ist alles sehr intrigant und verzwickt und so verschachtelt erklärt und auch dargestellt, dass man wirklich mitdenken muss während dem Film. Und das hat da für mich sehr interessant gemacht. Auch die Jessica Chastain macht es auch unglaublich gut. Also wie die diese Rolle spielt, ist der Wahnsinn. Total überzeugend. Quasi diese arrogante Frau, diesen Blick, den die immer drauf hatte, muss man erstmal so rüberbringen als Schauspielerin. Und das hat mich total überzeugt. Der ganze Film hat mich auch gecatcht. Also ich mag ja so Filme und ich finde es gut, wenn die sich nicht so total in Worterklärungen oder wer ist denn das jetzt und was ist denn so ein Lobbyist und warum und wieso, weshalb und ist das jetzt eine Anwaltskanzlei oder was ist das? Das wird alles nicht so direkt erklärt, sondern du findest es halt über den Film heraus, weil du mitdenken musst. Und für mich, die ja mit so einem Thema wie Lobbyisten oder irgendwie Waffenlobby und so, ich habe damit ja nichts zu tun, ne? Also für mich war es ein bisschen schwer, da dahinter zu steigen, aber alles in allem hat dann am Schluss alles Sinn gemacht. Und ich habe immer mehr verstanden während dem Film, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Also ich wäre wahrscheinlich so regulär nicht in den Film gegangen und bin deswegen sehr froh, dass er das nie kam, weil der wäre mir sonst durch. Und ich fand ihn echt gut. Ja, also Jessica Chastain hat auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen. Da hatte ich von dem Film auch schon mal gehört. Der heißt im Englischen aber Miss Sloane. Im Deutschen halt die Erfindung der Wahrheit. Puh, okay. Und diese Lobbygruppen, das gibt es in den USA sehr, sehr stark. Ich meine, so Lobbyismus gibt es in Deutschland natürlich auch. Ich war mal so ein bisschen, ich habe mal was Ähnliches, also bei weitem nicht so tough wie die und sonst was. Also wir haben einfach damals in der Anfangsphase, als das losging, in Deutschland Thema das Solarenergie und sowas, haben wir einfach auch das Thema erstmal bei gewissen Personen vorgestellt und Vorträge gehalten und sowas in gewissen Kreisen und so, um überhaupt mal ja, bestimmte Politiker oder Kreise für die Themen zu sensibilisieren, was da geht und so. Das hat ja dann dazu geführt, dass dann auch viele Firmen in Deutschland angesiedelt wurden und ja, Arbeitsplätze geschaffen, die jetzt mittlerweile leider wieder kaputt gemacht wurden. Aber ja, das ist ein hartes Geschäft. Also man muss da sehr viel, es ist nicht so tough, wie die das hier in den USA machen, mit irgendwelchen Stimmen gewinnen und den bestechen und das und sonst was. Also, aber ja, ich fand es halt auch gut, wie sie es auch so gespielt hat, so diese wirklich völlige Karrierefrau, die da irgendwie überhaupt keine persönlichen Beziehungen, weil sie überhaupt nicht weiß, auch wem sie trauen kann, weil sie selber auch so oft mit ein falsches Spiel spielt, quasi mit Personen, ja, Personen, die in ihr Leben treten, quasi vom ersten Moment an hat sie schon einen Plan, was sie mit denen macht, wann sie den Trumpf irgendwann mal ausspielt. Und ja, ich fand es auch gut, hier Mark Strong, hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Mark Strong spielt den Inhaber dieser Lobby-Agentur, diese PR-Agentur oder wie man das nennt, von den Waffengegnern. Und der wirbt sie dann ab,
von der anderen Agentur. Die andere Agentur, die möchte halt unbedingt den Vertrag mit der Waffenlobby haben, weil da natürlich viel Geld dahinter steckt. Die Waffenlobby hat ja Asche ohne Ende. Und da hat die Jessica Chastain aber irgendwie ein ethisches Problem damit auch. Und deswegen, ja, lässt sie sich abwerben, nimmt auch noch ein paar Leute mit in die neue Kanzlei. Aber was wir eigentlich ganz am Anfang in einer der ersten Szenen erfahren, sie sitzt eigentlich auf der Anklagebank. John Lithgow sitzt ihr gegenüber als Senator. Und ja, sie hat eine Anklage am Hals, dass sie es eben mit ihrer Lobbyarbeit übertrieben hat, dass es quasi in die Bestechung hineinging, in unethisches Verhalten. Und da wird immer mal wieder reingeschnitten in diese Gerichtsverhandlung, während wir quasi die Vorgeschichte erfahren, wie das alles so passiert ist. Ich fand auch den Film extrem gut. Also der geht irgendwie 2,5 Stunden, was natürlich am Montagabend nach einem langen Arbeitstag ein ziemliches Brett ist, aber das war wirklich die ganze Zeit irgendwie so interessant, gut gespielt, da gab es nicht mal irgendwas, dass man gesagt hätte, boah, komm ey, sondern es hat sich immer weiterentwickelt. Es war ungefähr so wie House of Cards, aber ein bisschen mit einem härteren Tempo, fand ich. Ja. Richtig gut. Ich finde auch die Besetzung extrem gut, also allein Jessica Chastain, Mark Strong und dann muss man halt auch Sam Waterstone und Alison Pill mal erwähnen. Die sind einfach grandios. Der Film fing an mit Jessica Chastain und dann sagt der Chris schon, die magst du, gell? Ich so, ja schon. Und dann ging es weiter und es kam immer noch einer mehr. Dann, du hast ihn schon erwähnt, John Lithgow. Und ich glaube, spätestens bei Alison Pill hatte der Film mich. Absolut. Top besetzt, top schauspielerische Leistung. Richtig gutes Thema, was aber, wie du schon sagst, für den Montagabend mit 2,5 Stunden Länge echt anstrengend für den Kopf ist, weil man eben mitdenken muss. Er ist kein seichter, ich erkläre euch alles und serviere es euch auf dem Silbertablett, sondern man muss wirklich mitdenken. Und war hartes Brett, aber ich bin so froh, den Film gesehen zu haben. Richtig, richtig gut. Und wir hatten einen Darsteller auch drin, den hatten wir bei The Bye Bye Man zuletzt gesehen tatsächlich. Echt? Welcher? Nämlich Douglas Smith, der Typ mit den Locken, der so ein bisschen aussieht wie Benjamin Pavard. Ach Gott, ich habe den nicht wiedererkannt. Ja, der war bei Bye Bye Man gespielt hat. Auch mit dabei. Ja, Mark Strong spielt extrem gut, finde ich. Also, weil er holt sie zwar in seine Agentur, aber er hat diese Cruise Missile, die er sich da geholt hat, er hat die überhaupt nicht unter Kontrolle da. Also es ist einfach völlig außer Kontrolle, was sie da abzieht. Sie fliegt halt alleine durchs Land und versucht irgendwelche Lobbygruppen da zu gewinnen und er weiß von nichts und so. Und richtig extrem guter Film. Auch gut gefilmt auch. Da gab es so Szenen, habe ich auch gedacht, Mensch, so auch so von der Kameraeinstellung her. Und der Regisseur heißt John Madden. Ich dachte erst hier, da gibt es ja irgendwie so eine Football-Reihe hier auf dem Computer, hier John Madden Football. Da dachte ich, das kann ja nicht sein, aber da habe ich nochmal nachgeschaut. Der hat nämlich Shakespeare in Love gemacht und Corellis Mandoline, den habe ich damals in der Sneak gehabt mit, ich glaube mit Dings hier, mit, ach, wie heißt er? Mit den zwei Gesichtsausdrücken. Ja, warte mal, ich muss ja nur draufklicken hier, dann sehe ich. Also, fällt direkt Nicolas Cage. Ein. Nicolas Cage, ja, der funktioniert auch. Genau, den hatten wir in der Sneak damals gehabt. Ich glaube, Killshot hatten wir den auch in der Sneak. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Hat Fall. Der nicht auch BFG gemacht, also Big Friendly Giant? Nee, ich glaube nicht, aber wir hatten noch einen Film, Eine offene Rechnung. Den hatten wir auch in der Sneak. Oh ja, stimmt. Und Best Exotic Marigold Hotel. 1 und 2 hat er noch gemacht. Ja, die waren ja auch recht erfolgreich, ne? Den bringe ich aber immer durcheinander mit diesem anderen Hotelfilm da von Wes Anderson. naja, auf jeden Fall ziemlich cooler Film. Also wer so ein bisschen verstricktes Sachen mag, vielleicht so rechts, ja, mit Rechtssachen oder mit so Plänen, die geschmiedet werden, wo dann irgendwie so ein Puzzleteil nach dem anderen so zusammengefügt wird und ja, irgendwie so mehrere Seiten gegeneinander arbeiten und man weiß halt alles nicht so genau. Und wirklich ein guter Film. Also kein Wunder, Oscar-Nominierung für Jessica Chastain. Ja, ziemlich
verdient, also hat sie echt gut gespielt. Sie muss da so ziemlich alles zeigen, also bloß Holz in meinem Film, ich weiß nicht, ich glaube doch einmal. Doch. Genau. Ja, aber das war eher so nervenzusammenbruchartig, glaube ich. Wirklich Tränen waren das, glaube ich, nicht. Also sie kann zumindest mal viel zeigen. Und auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ich gucke gerade mal, wann der überhaupt anläuft. Am 6. Juli. Ist also noch ein bisschen Zeit. Bis dahin müsst ihr euch mal vormerken, liebe Hörer. Achso, was mich auch noch gewundert hat, dich ja auch, glaube ich. Ah nee, dich nicht. Wer saß neben mir? Der Fabi, genau, den hat es auch gewundert. Da stand am Anfang, ging es ja los und da habe ich gesagt, oh, das ist französische Produktion. Dann ging es auch tatsächlich los mit Canal Plus und so. Und ja, habe ich ja, okay, jetzt kommt ein französischer Film. Hier stand noch irgendwie mit TF1 und sonst was alles. Und dann kam aber tatsächlich irgendwie, spielte der ja sofort irgendwo in Washington. Ne? Also das war irgendwie ganz, ganz seltsam. Ich habe irgendwie einen französischen Film erwartet und dann ging das da echt los wie House of Cards oder so. Das war schon... Ich habe jetzt gerade mal aus Spaß bei Facebook in der Metropol Sneak Stuttgart Gruppe reingeschaut. Man kann ja den Film seit gestern bewerten. Und ich glaube, wir hatten noch nie so schnell so viele Bewertungen. Wir haben nämlich jetzt schon 19 Bewertungen für 9 Punkte. Und irgendwie 11 für 8 Punkte. Und also bis jetzt ist nichts schlechter wie 7 Punkte. Also ich glaube, der Film kam richtig gut an. Ja, mal abwarten, weil bei dem anderen, da war es irgendwie auch so, dass bei dem letzte Woche, glaube ich, da sah es noch relativ gut aus und dann müssen welche am letzten Tag noch irgendwie runtergevotet haben. Warten wir es mal ab. Hier hat der Martin aus Halle, schöne Grüße auch, hat geschrieben, spannender, unterhaltsamer Film mit einer fantastischen Jessica Chastain. Hat er bestimmt schon auf irgendeinem Festival gesehen oder schon mal irgendwie ein Screening gekriegt, da als Kinomitarbeiter geht das ja. Naja, bin ich ja mal gespannt. Ich sehe gerade, du hast 9 Punkte gegeben, ich habe 8 Punkte gegeben. Brauchen wir ja gar nicht mehr. Ich war aber echt kurz davor, 10 zu geben. 10? Wow. Aber 10, ja, dann. Wobei, aber da hat mir irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Ich weiß aber nicht was. Also für 10 hat es nicht gereicht, aber 9 absolut. Ja, ich stelle mir dann bei solchen Filmen immer die Frage, wenn ich mir den nochmal anschaue, habe ich dann genau nochmal denselben Spaß? Und da muss ich bei dem Film sagen, wahrscheinlich nicht, weil... Aufgrund des Endes, ne? Dass ich mich den jetzt mal so irgendwie als Blu-ray mal reinhaue oder so und ja, da, oh, jetzt gucke ich mal hier die Erfindung der Wahrheit oder so, passiert bei 2,5 Stunden einfach nicht. Das passiert vielleicht bei Marciana, aber der unterhält mich wesentlich mehr als der also, Film. Ja, und wobei, also ich finde bei Die Erfindung der Wahrheit, das ist halt so, dass das Ende ist halt sehr prägnant, ohne jetzt irgendjemand zu spoilern. Und ich glaube, ein zweites Mal gucken würde ich schon machen, weil ich einfach dann wahrscheinlich nochmal viel mehr auf Details achte, und zwar von Anfang an. Und aber ich würde mir jetzt nicht auf Blu-ray kaufen und wie du sagst, wie den Marsianer, den gucke ich ständig, einfach nochmal von vorne gucken. Weil dafür ist er einfach bisher zu wenig bildgewaltig. Ja, ist ja nur meine Meinung da. Also ich verstehe das schon. Ja, ich finde den ziemlich gut, also verdammt gut sogar. Also, aber ich glaube nicht, dass er so ein Mehrfachsehpotenzial hat. Also als Kinofan sollte man sich den Film unbedingt anschauen. Also gebe ich bedenkenlos eine Empfehlung. Aber mehrfach ansehen, weiß ich nicht. Deswegen von mir in Anführungszeichen nur 8. Das ist ja auch schon sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt 2 Sneak-Filme gehabt. Das heißt, ihr konntet den ja von gestern jetzt gar nicht irgendwie tippen. Also egal, ihr wisst ja schon, was kam. Und für nächste Woche, da sind, glaube ich, noch nicht so viele Tipps eingegangen in der Metropol-Sneak-Gruppe. Aber du kannst ja mal den Tipp mal vorlesen. Gerne. Der Tipp für die nächste Woche ist, dann doch lieber die bessere Hälfte. Und auch wenn Thomas und Martin hier irgendwas getippt haben, tut mir leid, ich bin derjenige, der recht hat. Glaubst du? Wir werden sehen. Also Thomas hat getippt, Fallen, Engelsnacht. Oh, das Poster sieht aus wie irgendein Twilight-Klon oder sowas. Huh. Engelsnacht könnte auch ein Titel von Blutengel sein. Martin hat getippt Small Town Killers. Und ich habe getippt Mein bestes Stück. Warum?
Weil der in einer anderen Sneak lief, die gestern parallel zu unserer lief. Ich weiß nicht genau, in Suhl oder in Schweinfurt. Ich weiß nicht, wer da genau war von den Leinwandperlen. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen sollte. Warte mal, ich lese es einfach mal völlig unkommentiert vor, was zu diesem Film geschrieben wurde. Kleinen Moment. Hier. Ah, hier. Meine Frage an, also hat er mir geschrieben, der Felix. Meine Frage an Florian, ob er in der Sneak ist. Seine Antwort: leider doch. Mein neues bestes Stück. Falls der am Donnerstag bei euch kommt, steh einfach auf und geh. Also, oh, oh. Also das hat der Florian zum Felix geschrieben, also beide von Leinwandperlen. Also, und das passt eigentlich ganz genau, dass mein neues bestes Stück von wegen dann doch lieber die bessere Hälfte. Ja, aber man sagt ja eigentlich, die bessere Hälfte ist ja meistens die Frau. Also ja. Man sagt, meine bessere Hälfte. Vielleicht ist ja auch eher sowas mit so Love-Comedy oder sowas. Na, ich werde nochmal recherchieren. Ich glaube, der Film kommt und ich bin, ich weiß nicht wann. Ach nee, Leinwandperlen haben ihre Sendung dann erst nach unserer Sneak, glaube ich, veröffentlichen die. Das ist natürlich schade, sonst hätte man mal ein bisschen reinhören können, ob man da wirklich gleich aufstehen sollte und gehen sollte, wenn der kommt. Ob das so eine verschwendete Lebenszeit ist. Ich werde mal noch den Trailer hier. Wir wissen hier ja nicht, ob er kommt. Das ist ja das Problem. Ich glaube doch. Also ich habe mir die Filmbeschreibung durchgelesen. Das passt ziemlich gut auf den Tipp. Okay. Leider. Überlegst du jetzt nächste Woche nicht in die Sneak zu kommen? Genau, vielleicht setze ich ja mal aus. Ich habe dann eine harte Woche. Ich bin ja dann in München beruflich. Ich muss ja Dienstag los. Ja, okay, dann ist nochmal vielleicht, was anderes. Muss ich ziemlich zeitig früh Dienstag losfahren. Aber also ich werde gehen. Und ja. Wenn er dann tatsächlich kommt, werde ich drüber berichten. Du kannst ja auch mal so eine Kugel einfangen hier. Ja, muss auch mal sein. Ja. Und ja, dann gehen wir doch mal weiter in die gesehenen Filme rein. Wir waren ja alle noch in Alien Covenant. Und bei Alien Covenant, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wir haben jetzt so viele Filme geguckt hier. Also Alien Covenant ist quasi der Nachfolger zu Prometheus und der Vorgänger von dem allerersten Alien-Film von 1979, 74, keine Ahnung, 79, ja, irgendwie sowas. Quasi nachdem sie bei Prometheus irgendwie so die Anfänge da gefunden haben, und da ordnet er sich ein, quasi so ein bisschen so eine Art Rogue One hier in dem Alien-Universum. Alien-Universum. Ja, in dieser Chronologie hier, aber es soll trotzdem ein Teil der Alien-Reihe sein. Es soll quasi die Vorgeschichte zu dem allerersten Alien-Film erzählen. Geht darum, das Raumschiff. Es gibt so ein Kolonisierungsraumschiff, da sind so ganz viele so Embryos und so hier so im Hyperschlaf, so Siedler und sowas. Und dieses Raumschiff, ein riesenlanges Ding, ist auf dem Weg zu so einem bestimmten Planeten. Das Raumschiff heißt Covenant. Und die haben wohl auf der Erde lange gesucht, bis sie irgendwie einen Planeten gefunden haben, den sie bewohnen können, weil das auf der Erde alles nicht mehr so gut geht und so. Und haben eben diese Siedler da losgeschickt, die den Planeten kolonisieren sollen. Und das ist ewig weit weg, das Ding. Und der Einzige, der wach ist auf diesem Schiff, ist der Android, gespielt von Michael Fassbender. Und ja. Genau. Und der läuft halt immer rum, der ist ja nimmer müde und der braucht ja keine Nahrung, ist halt ein Android, ne? Was halt Androiden so machen, und bedient halt das ganze Schiff. Und die haben da so ganz kuriose Sonnensegel, wenn ich das so nennen darf. Also die müssen dann immer die Batterien aufladen und haben da so riesige Sonnensegel, die sie da so ausbreiten, und total fragiles Gebilde, also und auch irgendwie kein Backup-System für dieses fragile Gebilde. Egal, und dann passiert es natürlich, wie es passieren musste. Da kommt ein Ionensturm oder irgend sowas. Und diese Segel, die fangen diesen Sturm halt richtig gut ein. Und dann geht ein Ruck durch das Boot. Und ja, da sterben etliche von den Siedlern, während sie im Hyperschlaf sind. Andere von der Crew, die werden wiederum geweckt, und manche von der Crew sterben aber auch. Und Achtung, kleiner Spoiler, falls jemand den Prolog gesehen hat, den wir mal verlinkt haben hier vor einigen Ausgaben,
Die eine Person, die bekannteste vom Namen her, der bekannteste Schauspielerperson fast, tritt leider im eigentlichen Film gar nicht auf, sondern stirbt gleich in ihrem Pod. Ja, und das wird halt gemacht, um zu zeigen, dass die Sache echt bedrohlich ist, in der die gerade sind. Und dann findet sich die Crew, nachdem sie erstmal dieses große Segel mit, ich sag mal, MacGyver-Methoden repariert haben. Irgendwie alles irgendwie total im Eimer, alles kaputt, das ganze Raumschiff, irgendwie überall Fehlermeldungen, und dann ziehen die einmal so ein Seil quer rüber und alles ist wieder super. Jedenfalls schippern sie dann weiter und empfangen, als der eine mal draußen ist, um dieses komische Solarsegel zu reparieren, empfängt er mit seinem Helm eine Übertragung. Und die Übertragung ist erstmal sehr, sehr kryptisch, und da singt jemand Sweet Home Alabama. Und das kann doch nicht sein, so weit draußen im Weltall. Wie kann das sein, dass da jemand Sweet Home Alabama singt? Und der Computer findet dann auch relativ schnell raus, wo denn der Ursprung dieses Signals ist. Und die halten das dann, nachdem sie es so aus der Ferne gescannt haben, den Planet, sagen sie, ach, der ist ja eigentlich viel besser als der, wo wir eigentlich hin wollten, wo irgendwie die halbe Menschheit geforscht hat, wo wir die neue Siedlung machen, die neue Erde anbauen. Das ist aber auch jetzt ein bisschen zu weit weg, da müssen wir uns ja auch nochmal schlafen legen. Wir gehen einfach mal zu diesem neuen Planeten, den wir da gerade gesehen haben. Das wird schon alles gut werden. Und gehen dann da runter mit so einer kleinen Außenmission, und wie wir das schon aus Raumschiff Enterprise-Zeiten und Star Trek-Zeiten wissen, sollte niemals der Captain selbst sollte niemals auf solche Außenmissionen gehen, und naja, egal. Jedenfalls sind sie dann auf einem Planeten, der ein bisschen nach Herr der Ringe aussieht, was daran liegt, dass der Film in Neuseeland gedreht wurde. Und sie gehen dann auch zu diesem Schicksalsberg und finden auf dem Schicksalsberg ein Raumschiff. Das sieht so aus wie aus Alien 1, ist nämlich genau von derselben Rasse, von derselben Art. Und gehen dann da rein und finden, oh, eine Erkennungsmarke. Und wie kommt denn diese Erkennungsmarke jetzt dahin? Und dann schließt sich nämlich der Kreis wieder zu Prometheus, und sie treffen da auch noch einen alten Bekannten dort. Und ein paar von der Außenmission infizieren sich mit gewissen Dingen. Und dann, wie es im Englischen so schön heißt, the shit hits the fan. Ja, dann geht es nämlich richtig los. Weil die nämlich auch, wie man das halt so macht, ich meine, wenn man auf einen fremden Planeten geht, geht man einfach so, wie man ist halt, ne? Also nicht irgendwie wie bei der Marsianer, irgendwie so ein Vollschutz irgendwie mit autarken Belüftungssystemen und sonst was allem. Nee, also man zieht sich da so eine Art Armee-Uniform an mit einem Ranger-Hut und läuft dann einfach mal so über den fremden Planeten. Wo man dann erst feststellt, okay, da gibt es jetzt nicht viel Tierwelt oder so, aber trotzdem, also setzen sich da einem unglaublichen Risiko aus. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel kann man denn eigentlich erzählen? Also, dass dann nachher irgendwie noch ein Alien auftaucht, dürfte ja klar sein von dem Filmtitel her. Ja, sonst würde ja nicht Alien Covenant heißen. Achtung, vielleicht ein kleiner Spoiler, vielleicht treten auch mehrere Aliens auf oder so, vielleicht kommen mehr als eins. Ja. Also du hast den jetzt wunderbar zusammengefasst, aber in deiner Zusammenfassung habe ich das Gefühl, so einen kleinen Unterton zu hören. Ja, ich habe einen leicht suffisanten Unterton. So gut fand. Nee, sehe ich das richtig? Nee, nicht wirklich. Also ich meine, ich habe ja keinen Hehl drum gemacht. Also ich finde der Film, also Alien Covenant ist irgendwie der zweitschlechteste von der Reihe. Der kommt für mich irgendwie so ein bisschen besser als Prometheus, den ich ja wirklich mit dem religiösen Geschwurbel da und mit dem, ja, woher kommen die Menschen, und das hat mich ja sowas von angekotzt, und also das fand ich ja sowas von blöd da, dieser Prometheus. Und Alien Covenant versucht irgendwie so einen Spagat zu schaffen zwischen diesem religiös und intellektuell verschwurbelten Prometheus und einem eigentlichen Alien-Film, das, was man eigentlich sehen will, und verstrauchelt aber halt, gewaltig. Die haben halt versucht, schon mit Prometheus anzufangen, zu erklären, was es überhaupt mit diesen Aliens aus Alien 1 zu tun, also wie die überhaupt entstanden sind. Und Covenant geht dann nochmal genauer drauf ein, wo diese Alien-Rasse, die dann in Alien 1 auftaucht, überhaupt herkommt. Und das wird halt, finde ich, auf eine
auf eine sehr fanlastige Art erzählt. Also, der Fabi hat das gesagt, der war mit dabei und hat gemeint, der Covenant bedient das Alien-Herz. Also der hat quasi alles wieder drin, von der Art und Weise, wie die Alien-Filme. Und Prometheus war ja eigentlich sowas ganz komplett anderes als Alien. Also es war ja komplett von der Art und Weise, von der Erzählstruktur, war der ja schon komplett anders. Und mit Covenant haben sie halt versucht, wieder den Weg zurück Richtung Alien oder zu den alten Alien-Filmen zu finden. Und genau das fand ich so schlecht dran. Ja, also Covenant hat viele Probleme. Wirklich, der ja. Film strotzt nur so von Problemen. Und dass sie hier irgendwelche Fans bedienen wollen, weiß ich nicht. Es funktioniert nicht. Ich bin Fan. Also ich weiß nicht, wie oft ich mir die vier Alien-Filme gekauft habe. Ich habe sie auf VHS gehabt, dann habe ich sie mir auf VHS Widescreen gekauft gehabt, dann auf DVD gekauft, jetzt habe ich sie auf Blu-ray. Ich habe mir die so oft angeschaut. Ich würde mich durchaus schon als Fan bezeichnen. Okay. Aber der Covenant, der macht einfach alles falsch. Also das, was bei Alien in den wenn ich von Alien-Filmen rede, meine ich irgendwie 1 bis 3 oder sagen wir, okay, vielleicht sogar noch 4. Obwohl 4 schon ein bisschen enttäuschend war. Die hatten immer starke Frauenfiguren, die über sich hinausgewachsen sind, die den Männern einfach mal gezeigt haben, was eine Hake ist. Das war hier nicht. Die haben einfach unlogisch gehandelt. Selbst die Frau, wo ich dachte, ey, das könnte jetzt, die könnte es sein. Ja, die so ein bisschen kleines Mauerblümchen hier, Demi Moore Gedächtnisversuch, Und ich dachte, okay, wenn die nachher anfängt, rasiert sich den Kopf und legt hier los, ne, schnappt sich eine Knarre und dann ist aber hier, nee, nix, wird so als Dummchen dargestellt, als naives Dummchen und das hat die Alien-Reihe nicht verdient, sowas. Das funktioniert nicht. Und am allerschlimmsten fand ich, jetzt muss ich ganz vorsichtig formulieren, dass ich nicht spoiler, am allerschlimmsten fand ich, dass Ridley Scott mit diesem Film und mit bestimmten Dingen, die hier gesagt und gezeigt werden, eigentlich die guten Filme 1 bis 4 oder besser gesagt den ersten Film eigentlich kaputt macht dadurch, durch bestimmte Dinge, dass er sagt, wo bestimmte Sachen herkommen und wie das entstanden ist. Das Coole an solchen Horrorfilmen ist ja eigentlich nicht der Moment, wo du das Monster siehst oder sowas, sondern das Coole ist ja eigentlich wie beim Weißen Hai, du siehst ihn erstmal gar nicht. Da kommt irgendwie die Musik. Ja, du siehst irgendwie die Aufnahmen so unter Wasser, wie irgendwie auf jemand zuschwimmt. Irgendwann siehst du dann mal eine Flosse und dann wird das so peu à peu aufgebaut. Und genau dasselbe, was weiß ich, selbst bei Psycho. Ja, du siehst ja nie irgendwie ein Messer oder sowas in der Duschszene. Jeder glaubt, der Schrecken entsteht halt im Kopf. Und hier, es ist alles so, wirklich so B-Movie-mäßig. So, boah, wir zeigen alles. Und weiß nicht, es gab ja mal so ein B-Movie-Horror-Regisseur, der wusste aber auch, ja, mit welchen Mitteln er umgeht. Roger Corman, der hat halt sowas gemacht, aber das ist kein Alien-Film gewesen. Oh, ich bin so geärgert an vielen Stellen. Ja, ich habe mich generell über die Besetzung geärgert. Also, wie du schon angekündigt hast, aus dem Vorfilm ist einer nicht mal mehr dabei quasi im Film, was mich richtig geärgert hat. Und ich fand die Hauptdarstellerin oder die vermeintliche Hauptdarstellerin mit den kurzen Haaren, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich weiß auch nicht, wie die Rolle hieß, fand ich überhaupt nicht überzeugend. Und auch dieses ganze Kolonisieren, das ist ja schön und gut und ich kann ja auch verstehen, dass man sagt, man schickt die Leute nicht hin, dass sie dann alleine sind, aber warum besteht, wie hoch ist denn die Chance, dass man eine komplette Crew, also eine Schiffscrew zusammenstellt aus lauter Pärchen. Ja, also ich meine, die sollen ja eigentlich schlafen, bis sie ankommen. Dann hätte man doch, dann wäre es doch viel logischer gewesen, wenn die ihre Partner, die vielleicht ganz normale Leute sind, ja, auch schlafen und weiter schlafen, weil sie zu den Kolonisten gehören. Nein, diese ganze Crew bestand aus Pärchen. Da war der Pilot mit der Mechanikerin zusammen oder
Weißt du, ich meine? Oder die Schiffsärztin war mit dem Co-Pilot liiert. Und wie hoch ist denn die Chance, dass du eine Crew aus lauter Pärchen bekommst? Ich fand das fand ich schon extrem unlogisch. Und dann zu sagen, ja, wir scannen jetzt halt mal den Planeten, ach, der ist ja viel cooler und es kann ja nicht sein, dass die Geräte vielleicht mal was Falsches anziehen. Die gehen da halt runter, machen ihr Schiff auf und atmen halt mal ein. Was soll schon passieren? Ist ja nur ein fremder Planet. Ne? Also ich würde doch dann eher nochmal im Raumanzug den Planeten betreten und nochmal die Scans wiederholen und vielleicht auch mal ein bisschen Bodenproben erstmal analysieren, statt einfach frei atmend, ohne Helm, ohne Sauerstoff, ohne nichts, halt einen Planeten zu betreten. Zudem fand ich die Idee, dass sie landen auf dem Planeten, sowieso total bescheuert, weil man schon von oben gesehen hat, dass da gerade mega der Sturm herrscht. Ja. Die haben ja auf ihrem Raumschiff auf dem Planeten runtergeguckt und man hat die Wolken gesehen und die Blitze, wie die da rumgefegt sind. Ja. Und natürlich fliegen die genau da rein. Warum warten die denn den Sturm nicht ab? Ja, genau. Das fand ich schon so total unlogisch. Ja, also wahrscheinlich sollte es dramatischer sein, aber... Ja gut, die mussten das ja haben, damit eben dann die Kommunikation gestört ist mit dem Bodenteam. Das ja, aber das ist ja einfach unlogisch. Das klar, ist einfach, der Film ist einfach viel zu impulsiv für eine Raumstadt. Also die sind doch alle intelligent. Die wurden doch dafür nicht ausgewählt, dieses Schiff als Crew zu leiten, wenn sie so dumm sind. Ja, also weißt du, was ich meine? Unglaublich, ja. Also unlogisch, einfach unlogisch. Eine coole Rolle noch, wie heißt er? Danny McBride, der sonst eher so bei This is the End oder so eher so lustige Rollen hat, der hat hier auch mitgespielt. Das fand ich noch ganz interessant, aber ja, ich weiß nicht, das war alles so, weißt du, ich weiß nicht, wie oft da so gesagt wurde, so, ja, ihr bleibt mal hier, ich gehe mal dahinter. Ja, weißt du, da wusste ich genau, okay, die kommt nicht wieder. Also, und ja, nur so, also wirklich so viele Facepalm-Szenen und nee, das war einfach sowas von ärgerlich. Aber wirklich, was mich am meisten stört, ist, dass derjenige, der das Ganze erfunden hat mit Alien, der wirklich einen Meilenstein gesetzt hat, dass er eigentlich seinen eigenen Mythos damit entzaubert. Aber ich bin Gott froh, dass er nicht den neuen Blade Runner-Film dreht, jetzt mittlerweile, weil... Mhm. Also außer ein Marsianer hat Ridley Scott in den letzten, ja, wenn ich hier Prometheus und jetzt das, weiß nicht, überzeugt mich jetzt alles nicht mehr so richtig. Marsianer war wohl mal so ein Ausrutscher nach oben, aber ich bin echt froh, dass er nicht das Remake macht. Hätte er es lieber so gelassen, meinetwegen produziert und irgendeinem coolen Jungregisseur mal die Chance gegeben, hier irgendwie mal Alien wieder seinen Stempel aufzudrücken. Das war ja eigentlich das Coole bei der Alien-Reihe, Teil 2 hat James Cameron gedreht, Teil 3 hat David Fincher gedreht, Teil 4 hat Jean-Pierre Jeunet gedreht. Das war das Coole, dass mal verschiedene Regisseure ihre Sicht auf dieses Alien-Universum, ja, auf diese Art der Geschichte und so bringen konnten. Und hätte ich mir jetzt auch gewünscht hier, vielleicht hätte da jemand was Besseres draus gemacht. Also nach dem Film habe ich mir auf jeden Fall gesagt, ich gucke keinen Alien-Film mehr im Kino an von ihm jetzt. Also das, wenn da jetzt noch irgendwie ein, was weiß ich, Alien noch irgendwas kommt, der dann irgendwie nochmal die Lücke schließen soll zwischen Nostromo und Covenant oder sowas, werde ich den nicht angucken. Also das... Ja, ich denke, ich werde den auch nicht im Kino gucken. Also ich werde den bestimmt irgendwie, wenn er dann jetzt auf Sky kommt oder so, werde ich ihn vielleicht, denke ich, schon mal angucken, aber das Geld spare ich mir dann. Also muss ich nicht ins Kino für gehen. Ich habe ja letztens live geguckt. Und da habe ich ja noch gesagt, hey, das ist ein richtig cooler Alien-Film. Da wird sich Alien Covenant auch warm anziehen müssen. Ja, aber hallo, jetzt rückblickend betrachtet kann ich ja sagen, also live ist ja das, was ich mir von Alien Covenant gewünscht hätte. Das ist einfach ein ganz straighter Alien-Film. Hey, da wird irgendwas aufs Raumschiff gebracht und dann geht's halt los. Ne? Und das war total spannend und die Personen haben gut agiert. Aber hier, das war einfach... Oh. Wie die sich benommen haben. Das war so unglaublich schlecht. Ach, nee. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch, glaube ich, lang genug darüber gesprochen, weil der ist einfach nicht gut. Sehr enttäuschend. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon einen Film hatte, auf den ich mich sehr gefreut habe, von dem ich so enttäuscht war. Ich habe ja leider Guardians of the Galaxy noch nicht gesehen.
Ich hoffe mal, der wird mich nicht enttäuschen. Ja, ich habe jetzt so viel geguckt hier. Aber nee. Nee. Muss nicht sein. Nee. Also, nee. Also von mir, jetzt muss ich ja noch Punkte geben. 4 von 10. Ach Gott, ja. Oh, ich bin sogar nur bei 3. Ja. Ach, der war nicht schlecht, der war einfach schlecht. Also, nee, muss nicht, also echt nicht empfehlenswert. Ja. So, ich schreibe mal kurz die Wertung. Mach du mal kurz mit Get Out weiter. Ich muss mir kurz nochmal die Geschichte von meiner Rezension, die habe ich wieder vergessen. Also du warst noch in Get Out. Get Out. Wir haben ja, glaube ich, schon das ein oder andere Mal über diesen Film gesprochen. Ich habe es mir dann doch nicht nehmen lassen, weil ihr alle gesagt habt, dass der so gut ist, ihn mir anzuschauen. Und ganz, ganz kurz noch, um was es geht. Ein junger Mann und seine Freundin, sie weiß, er schwarz, wollen übers Wochenende zu ihren Eltern aufs Land fahren und dort, die sind eher so ein bisschen gut betucht, sagen wir mal so, und dort trifft er auf Bedienstete des Hauses, die eben auch dunkelhäutig sind, und die verhalten sich aber ganz komisch. Und nach stellt er halt fest, dass da einiges nicht stimmt. Das mal so im groben Zug nochmal, um was es geht. Wie ich den Film fand, enttäuschend. Also ich habe nicht ganz nachvollziehen können, warum ihr den alle so gut fandet. What? Weil, also der fängt stark an, gar keine Frage. Also toll geschauspielert, auch diese verquere Art dieser Bediensteten oder dieser Kollegen von ihm quasi, ne? Jo. Versucht er ja auch so ein bisschen auf seine Art und Weise auf die zuzugehen und so, und die verhalten sich halt überhaupt gar nicht, wie er es erwartet, sondern total straight und total, ja, fast schon, man kann schon sagen, weiß, ja, und auch irgendwie so ein bisschen altbacken, und das ist alles schon echt gut gespielt, und auch dieses Mysteriöse wird gut aufgebaut, aber ich hatte einfach ein Problem mit dem Ende, ja, also als am Anfang gesagt wird, was die Eltern von ihr beruflich machen, habe ich mir in die Richtung schon was gedacht, wegen dem Verhalten dieser anderen vor Ort, ne? So. Aber dass es darauf hinaus läuft, fand ich doch sehr abstrus. Also es war mir ein bisschen zu heftig, ein bisschen zu aus der Luft gegriffen. Hat mich überhaupt nicht abgeholt, hat mir gar nicht gefallen. Also das Ende zumindest, der Anfang war gut. Mhm. Aber er hat dann halt den Schwenker verloren, es zu einem guten Ende zu bringen. Ja, ich kann leider nichts sagen, weil sonst spoilere ich, das will ich vermeiden, weil vielleicht warten da manche auf den Heimkino-Release. Ich kann nur jedem empfehlen, den Film zu gucken, der ist echt sehenswert, das ist eine kleine Perle in dem Indie-Horror- Thriller-Genre, wenn man es mal so nennen möchte. Fand den richtig gut. Aber jetzt habt ihr auch meine Meinung gehört, nicht so gut fand. Ja, kann auch sein. Also ich fand ihn jetzt nicht gerade schlecht, aber ich war schon ein bisschen eher enttäuscht, weil ich halt sehr Großes erwartet habe, weil ihr alle gesagt habt, was da so gut ist. Mich hat er nicht so ganz abgeholt. Er ist schon gut gemacht und so, gar keine Frage. Nur von der Story ist er einfach wohin gegangen, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Okay. Ich habe eine Rezensionsdisc geschaut und ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, wieder, worum es geht. Jetzt fällt es mir alles wieder ein. Ich habe in den letzten Tagen einfach zu viele Filme geguckt, vor allem gestern dieser 2,5 Stunden Politik-Lobbyisten-Drama. Das hat mir doch ein bisschen Apfelmus ins Gehirn gebracht. Da muss man viel nachdenken. Wir haben The Void zugeschickt bekommen. Ein Film von Jeremy Gillespie und Stephen Kostanski mit mehr oder weniger unbekannten Darstellern, so Aaron Poole, Alan Wong und sowas. Die haben aber alle schon mal irgendwo gesehen in irgendwelchen Nebenrollen. Also es kam mir durchaus ein paar Leute bekannt vor. Es geht darum, dass da so ein Sheriff, der sitzt in seinem Streifenwagen und alles so easy peasy, und in so einem Haus in der Nähe gibt es da gerade eine sehr, sehr blutiges Massaker, und dem Streifenwagenfahrer, also dem Sheriff, springt voll so ein
blutender Mann auf die Motorhaube und flüchtet. Und der nimmt den mit ins Krankenhaus, und um den verarzten zu lassen. Aber hinter diesem Mann sind seltsame Gestalten her. Die sehen ein bisschen aus so wie Ku Klux Klan Leute, also in so weißen kapuzenartigen Gewändern. Und die haben aber keine Augenschlitze, sondern wo die Augen normalerweise sind, ist ein schwarzes Dreieck. Und die verfolgen dieses Auto bis zu diesem Krankenhaus, und die warten dann vor dem Krankenhaus. Und das ist, wer das kennt, es gibt ja hier Romeros hier Night of the Living Dead oder sowas, oder John Carpenters Assault on Precinct 13. Ich glaube, deutscher Titel war Angriff bei Nacht oder sowas. Gab es auch dann so ein Remake, ich glaube, das war von jemand anders, da hat, glaube ich, Ethan Hawke mitgespielt, wo die sich in der Polizeistation verschanzen, wo draußen da irgendwie die Leute alle warten. So ähnlich ist es. Sagt mir jetzt nichts. Sagt mir jetzt nichts. Sagt dir nichts? Warte mal, ich gucke nochmal, ob ich den deutschen Titel gerade richtig habe. Ja, bei Google finde ich relativ schnell Assault on Precinct. Das Remake hieß sogar genauso, von 2005. Ja, mit Ethan Hawke und Lawrence Fishburne sogar und Gabriel Byrne und Jean-François Richer hat da Regie geführt. Fand ich auch ganz gut, glaube ich, das Remake. Also da geht es halt darum, dass in so einem Polizeirevier, was eigentlich aufgegeben werden soll, da ist schon alles ausgeräumt, da sind kaum noch Leute da, und da sind aber irgendwie noch ein, zwei Schwerverbrecher, die sollen irgendwie am nächsten Tag dann verlegt werden. Dumm nur, dass gerade an dem Abend da so eine Bande das Polizeirevier angreift, um diesen einen Schwerverbrecher da zu befreien. Und da sind halt irgendwie kaum noch Leute da. Die haben nur ganz wenig Munition und draußen sind ganz viele und so. Extrem spannend. Also das Original hat mich begeistert. So ähnlich ist es hier auch. Also die warten halt draußen alle und dringen auch mal so ein bisschen ein in das Krankenhaus. Und ja, man weiß halt nicht, was sind das für Gestalten. Also ich muss mal überlegen, dass ich nicht zu viel sage. Auf jeden Fall, der Film The Void ist so ungefähr, ja, weiß nicht, der fühlt sich an wie zwei Filme. Die sind irgendwie in der Mitte oder, ich weiß nicht, etwas nach der Mitte lose aneinander getackert. Und das eine Teil ist eben dieses relativ Spannende, was mir doch gut gefallen hat, was ich gerade beschrieben hatte, dieses Setting. Aber es sind halt sehr viele, ja, Kopien und Klischees auch drin, die man aus anderen Filmen kennt. Also der Film hat sich nicht sehr viel selbst einfallen lassen, Originelles, sondern ja, greift mehr oder weniger auf vorhandene Sachen zurück. Aber was dann dieser zweite Teil ist, dieses komische Ding, wo dann wirklich ja, seltsame Wesen auftauchen, sage ich jetzt mal, ich will nicht spoilern. Boah, das hat mir dann irgendwie überhaupt nicht mehr gefallen. Das ist so ein Film, ich glaube, den werden wir übrigens hier so ein Zitat vorne drauf auf dem Cover: großartig, gnadenlos und einzigartig. Weiß nicht, wo das immer herkommt, diese Wertung. Der deutsche Zusatztitel ist übrigens: Es gibt eine Hölle. Dies hier ist schlimmer. Oh Gott. Und ja, ich weiß auch nicht. Hier steht irgendwas von in der Tradition von Fulcis Geisterstadt der Zombies und Clive Barkers Hellraiser. Das ist irgendwie. Der Film versucht sich an so vielen Vorbildern irgendwie abzuarbeiten und findet aber seine eigene Sprache nicht so richtig. Das Ganze ist aber ein Crowdfunding-Projekt gewesen. Deswegen will ich damit nicht ganz so hart ins Gericht gehen, weil das ist halt ein kleines, eine Independent-Produktion, und ja, der erste Teil hat mir ganz gut gefallen, wirklich. Aber der zweite Teil, der hat mir überhaupt nicht mehr. Vielleicht war ich auch da irgendwie nicht in der richtigen Stimmung dafür, oder ich kann es nicht so recht beschreiben. Auf jeden Fall, wer den gucken möchte, wir haben ja die Blu-ray da. Dann, ich überlege mal, was ich da mache. Da mache ich bestimmt wieder irgendwie ein Gewinnspiel oder so. Ich werde es mal mit verlinken. Ich werde das mal als extra Seite machen, weil das sonst wird der Beitrag dann immer so unübersichtlich, wenn da noch so ein Gewinnspiel drin ist, hier mit so einem Formular. Da habt ihr die Möglichkeit, den selber mal zu sichten. Ich könnte mir denken, dass wir den Film demnächst mal sehen bei Schläferz oder so vielleicht. Oh. Ja, weil der Film, das ist halt so ein Trash-Horror, der macht durchaus Spaß, und dann dreht er mit einmal so ab. Ich glaube, für so eine Runde ist der genau das Richtige.
wenn du da sagst, was weiß ich, du hast irgendeine Party und willst irgendwas Abgefahrenes gucken, was noch keiner kennt, dann kann man den Film durchaus nehmen. Also wenn man da eine gescheite Truppe ist, dann kannst du echt Spaß haben mit dem Film. Aber wenn, ich habe den ja hier alleine irgendwie geguckt, ich dachte, what? Was ist jetzt? Und so. Aber ja, ich würde echt gerne mal wissen, wie jemand anders den Film findet. Deswegen macht dann mal mit bei dem Gewinnspiel und gewinnt mal die Blu-ray. Und dann schicke ich die euch mal zu und dann könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Jo. Das war The Void. The Void. Jetzt auch erhältlich auf DVD für 9,89 Euro und auf Blu-ray für 11,94 Euro bei Amazon. Könnt ihr auch unsere Affiliate-Links nutzen, falls ihr nicht gewinnt. Du hast noch The Shallows geschaut. Und wie war das Surfen auf dem kleinen Felsen da? Das war cool. The Shallows läuft gerade auf Sky. Und ich habe mir den mal angeguckt, weil ihr den auch wiederum so gelobt habt. Und diesmal wurde ich tatsächlich nicht enttäuscht, nicht so wie bei Get Out. The Shallows macht irgendwie Schwimmen gehen unbehaglich. Also ich surfe ja nicht, ich weiß ja nicht mal, wie das geht. Ich würde es zwar gerne mal versuchen, aber ich mag das Meer. Also ich liebe das Meer. Ich würde am liebsten am Meer wohnen, wenn es gehen würde. Das ist alles sehr, sehr beklemmend, wie sie da auf ihrem Felsen hockt und versucht zu überleben. Und ich hätte nicht gedacht, dass Blake Lively diesen Film tragen kann, aber sie kann es. Und deswegen, ich muss gar nicht viel sagen, weil der ist echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Vielleicht mal ganz kurz für die es noch nicht kennen. Junges Mädchen will an einem Strand surfen, wo mal ihre Mutter irgendwie ein Erlebnis hatte, was Wichtiges ausgelöst hat. Und der Strand ist wirklich völlig abgelegen irgendwo. Und ja, sie surft dann dort in dieser Lagune und strandet auf so einem kleinen Felsenteil, weil da irgendwie der Hai kommt. Und sie ist auch verletzt. Und sie überlegt noch, ob sie, ich glaube, Medizin studieren will. Und das hilft ihr dann noch ein bisschen, sich selber zu verarzten. Und sie hat aber ein Problem, weil da auch ja, die Flut dann irgendwann mal kommt und sie muss dann halt von dem Felsen runter und da gibt es dem ein bisschen weiter Entfernung so eine Boje und das ist schon sehr, sehr spannend. Dann kommen auch irgendwie noch ein paar andere Leute dazu und so. Ja, ich glaube, das Problem ist auch, der Hai geht nicht weg, weil kurz neben ihr ein Stück weiter ein Walkadaver schwimmt. Also hat es irgendeinen Wal zerlegt und der schwimmt da vor sich hin, ein bisschen weiter hinten in der Lagune. Das hat man am Anfang gar nicht so gesehen. Und der Hai ernährt sich quasi von dem und deswegen geht er da auch nicht weg. Und sobald dass sich halt was im Wasser bewegt, also sobald sie versuchen würde wegzuschwimmen, ist der Hai wieder da, weil der kriegt das ja mit. Und deswegen ist sie da wirklich gefangen, mitten im Wasser auf diesem kleinen Felsen. Ja, extrem spannend. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Also ich habe das damals schon bei Buried gedacht, dass eine Person alleine einen Film so tragen kann. Aber es geht. Wenn es gut gemacht ist, geht es. Und The Shallow macht es gut. Ich habe auch noch einen Film geschaut auf Sky, durch Zufall reingeschaltet. Der nennt sich Tiger House. Habe ich noch nie davon gehört gehabt. Ich auch. Fing aber ganz... Warst du heute, oder was? Nee, habe ich auch nicht gehört. Ach so. Der fing aber irgendwie ganz cool an und hab den dann wirklich bis zu Ende geguckt. Es geht darum, ein junges Mädchen schleicht sich mal in das Haus, wo ihr Freund, glaube ich, wohnt. Das ist auch so in etwas besseren Gegend. Und sie will ihn überraschen, aber inzwischen, oder da waren irgendwelche Einbrecher drin, die haben die Familie gefangen genommen, denn der Vater des Hauses arbeitet in einer Bank und die wollen diese Bank ausrauben. Und die Einbrecher, da sind zum Beispiel dabei Duke Ray Scott, den haben wir auch schon diverse Male in irgendwelchen Filmen, typischer britischer Schauspieler, bei Snatch hat er mitgespielt, bei, weiß nicht, Vatikan Tapes hat er mitgespielt, den hat man in der Sneak. Ed Skrein hat mitgespielt, der war in diesem Transporter Remake, war der quasi der Transporter und der hat bei Deadpool ja mitgespielt, da war der Bösewicht bei Deadpool. Und deswegen bin ich da auch irgendwie hängen geblieben, weil die machen das schon ganz gut. Die sind halt richtig böse, ne? Das ist, was man jetzt manchmal nicht so hat. Und das ist halt ein englischer Film.
Das heißt, da hast du nicht auch so dieses typisch amerikanische und so, und, sondern das ist halt irgendwie, ja, so von der Art her irgendwie ein bisschen anders als das, was man so kennt. Und dieses, da gibt es so ein Genre, das heißt irgendwie so Home Invasion Film oder sowas, also wenn welche zu Hause überfallen werden, da gibt es ja diverse, wie ist da damals, es geschah am hellerlichten Tag oder so mit, wer war das? Egal. Hast du gerade am hellerlichten Tag gesagt? Es geschah am hellerlichten Tag, das ist so ein Film, wo auch so eine Familie als Geisel genommen wird und wo dann wirklich, warte mal, es geschah am, it happened. Nicht am helllichten Tag? Es geschah am helllichten Tag. Ja. Glaube ich, ja, genau. Es geschah am, ein deutsch-spanischer Film mit Heinz Rühmann, war das der? Oder verwechsel ich gerade, nee, Moment, das war der nicht. Nee, Entschuldigung, habe ich jetzt gerade einen Titel verwechselt, hieß aber irgendwie so ähnlich, war ein amerikanischer Film, also nicht der mit Heinz Rühmann hier, das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Oder hieß der irgendwie Ein ganz normaler Tag, oder egal. Ich bin ja bei Tiger House. Jedenfalls ist sie dann diejenige, die mit denen quasi die anderen nicht gerechnet haben. Die haben halt alles durchgeplant. Ist halt wie bei Stopp langsam oder so, weißt du, da ist halt er irgendwie noch im Haus, John McClane, und keiner weiß, dass er da ist, und so ist es halt hier auch, bloß halt nicht so ein Hochhaus, sondern ein ganz normales, schon ein großes Haus, aber ja, und da, und die sind halt richtig brutal, diese Einbrecher, also die, da ist wirklich, da steht es wirklich auf der Kippe, also da hat man echt Bedenken, ob das hier irgendwie und wie das weitergeht und wer da überlebt und so und wie und mit was da vielleicht an Körperteilen beschädigt wird und sonst was. Also das ist echt nicht ohne, und da ist richtig Druck im Kessel und ein netter, wirklich netter, gut gemachter kleiner Film, der geht doch nicht mal 90 Minuten, irgendwie 80 Minuten oder so. Kann man durchaus mal gucken, vielleicht gibt es den irgendwo, ich kann ja mal schauen, bei wer streamt es, vielleicht gibt es den ja, die auf Sky in diesem, ich glaube Sky Action lief das, die sind ja schon etwas älter. Ich sehe gerade, erst von 2014. Als Gratisinhalt ist er gerade nirgendwo verfügbar. Aber wer Sky hat, bei Sky Go ist er mit drin. Wenn man das Filmpaket hat, kann man den bei Sky Go gucken. Oder natürlich auch mal reingucken. Normalen. Aber ich fand den ganz cool, sehr spannend irgendwie. Und zwar auch nicht ganz so, dass man sagt, boah, das war jetzt irgendwie völlig unrealistisch, sondern da passieren halt auch Sachen, die, ja, die irgendwie, ja, mit denen man nicht gerechnet hat, wo man sagt, ja, kann passieren, ne? Ich meine, ist jetzt nicht alles perfekt, was da läuft. Tiger House. Sind wir eigentlich soweit durch mit unseren vielen, vielen Filmen heute? Dadurch, dass ja wahrscheinlich, dass wir jetzt zu spät aufnehmen, wird es ja wahrscheinlich dann, die nächste Folge wird ja wahrscheinlich dann ausfallen, bevor wieder Fragen kommen. Vermutlich, ja. Genau. Die, warte mal, die Kinostarts und die Filmcharts kann ich mal angucken. Kinocharts. Und da sieht es nämlich wie folgt aus hier in Stuttgart. Also heute zum Dienstag, da ist auf 10 Ein Dorf sieht schwarz. Platz 9 Die Schlümpfe. Platz 8 Die Schöne und das Biest. Platz 7 Boss Baby. Platz 6 ist Alien Covenant. Platz 5 Get Out. Platz 4 Die Überflieger. Kleine Vögel, großes Geklapper. Platz 3 Fast and Furious Teil 8. Platz 2 King Arthur, Legend of the Sword. Könnte da mal bitte jemand, der da drin war, mir mal sagen, ob der gut ist? Das wäre cool, mal als Kommentar bitte. Weil der Trailer sah irgendwie ganz nett aus. Und Platz 1 immer noch Guardians of the Galaxy 2. Und diese Woche starten folgende Filme neu. Am 25.05. Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Hatten wir ja auch vor Alien den Trailer. Weiß nicht, haut mich irgendwie nicht mehr sein. Vom Hocker da. Nee, Honey und Nanny. Irgendwie ein bisschen. Ja. Honey und Nanny, mehr als beste Freunde, startet noch. Neuer Honey und Nanny-Film. Berlin-Syndrom, ein Psycho-Thriller um eine junge Touristin aus Australien, deren Berlin-Urlaub zum Horrortrip wird, als der Soziopath Andy sie in seiner Wohnung einsperrt. Eieiei. Mit Max Riemelt und Theresa Palmer. Song to Song, ein Ensemble-Drama von Regisseur Terrence Malick, den ich ja sehr mag. Der hat ja Thin Red Line gemacht, hier Der schmale Grat oder Tree of Life und so. Mit
Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman. Über das Musikbusiness in Austin, Texas. Ich weiß nicht, da kann ich mir jetzt nicht so richtig einen Terrence Malick-Film vorstellen mit dem Thema, aber ja. Werde ich mal im Auge behalten. Ich weiß, ich werde es bestimmt nicht schaffen, den im Kino zu sehen, aber den werde ich auf jeden Fall gucken. Die Reste meines Lebens ist wohl eine Tragikomödie. Als der optimistische Shimon seine Frau verliert, wird er auf eine harte Probe gestellt. Die Reste meines Lebens zeigt, wie stark der Optimismus ist. Churchill, ein Historiendrama über die letzten Stunden vor dem D-Day, in denen der britische Premierminister Winston Churchill mit seinen Zweifeln kämpft. Der Effekt des Wassers, eine heitere Liebeskomödie um den verliebten Samir, der sich als Nichtschwimmer ausgibt, um seiner Traumfrau, der Bademeisterin Agathe, näher zu kommen. Okay, die anderen laufen jetzt nicht bei uns. Und weil ja wahrscheinlich nächste Woche ja dann keine Sendung sein wird, machen wir die gleich noch vom 1.6. die Kinostarts. Da kommt dann der Blockbuster des Sommers am 1.6. Baywatch mit Dwayne Johnson, Zac Efron. Haben wir auch einen Trailer gesehen. Sieht irgendwie lustig aus. Reizt mich gar nicht. Dann was für, also meine Tochter würde das bestimmt gefallen, der Film Gregs Tagebuch, Böse Falle. Das vierte Leinwandabenteuer von Greg. Bei einem Familienausflug zur Oma geht alles schief, was noch schief gehen kann. Da spielt sogar Alicia Silverstone mit. Also meine Tochter, die verschlingt ja diese Bücher, die es da gibt. Die Gregs Tagebuch. Die sind aber auch echt gut. Und wir haben auch die Filme irgendwie schon geguckt, die es so auf DVD gab. Ganz süß, ja. In Zeiten des abnehmenden Lichts läuft an. Hat mir ja vorhin schon drüber gesprochen. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Läuft auch an. 1.6. Oder, was vielleicht ein schönerer Titel ist, Before I Fall. Ja. Und der Rest läuft nicht bei uns an. Okay, da müsste eigentlich für jeden was dabei gewesen sein. Ansonsten schaut einfach was eh schon in den Top 10 irgendwie drin ist. Mein neues bestes Stück läuft am 8.6. an. Das wird aber wahrscheinlich dann das nie kommen. Okay, muss dann nicht sein. Ja, Serien und Games haben wir erstmal nichts. Zu den sonstigen Themen. Wir hatten ja letztes Mal ein Filmrätsel. Jetzt heißt das schon Eriks Filmrätsel, sehe ich hier. Ach, nur heute. Hast du jetzt gar nichts mehr? Dann mache ich mal trotzdem den Einspieler. Kates Filmrätsel. Kates Filmrätsel ist heute Eriks Filmrätsel. Ich hatte ja beim letzten Mal hier was vorgelesen. Ich habe hier nämlich so ein Rätselset bekommen gehabt von jemand. Und da war ja das Rätsel, um welchen Film handelt es sich? Ein junges Mädchen sitzt abends allein in einem fremden Auto an einem einsamen Waldesrand. Als es ein schnarrendes Geräusch auf dem Wagendach hört, fällt es in Ohnmacht. Es handelt sich hier, oder hier ist noch ein bisschen eine weitere Erläuterung. Das Mädchen und sein Freund knutschen im Auto. Im Autoradio hören sie, dass in der Nähe ein geisteskranker Killer aus der Irrenanstalt ausgebrochen ist. Auf einmal lässt das Auto sich nicht mehr starten. Der Freund will Hilfe holen. Als das Mädchen das Geräusch hört, ahnt sie, dass der Killer ihren Freund überfallen und über dem Auto aufgehängt hat. Die Füße ihres sterbenden Freundes scharren nämlich auf dem Wagendach. Ich glaube, ich weiß. Und es handelt sich um den Film Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja, den habe ich sogar im Kino gesehen. Ich mit auch. Jennifer Love Hewitt und Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe und Freddie Prinze Jr. Die ja damals auch der war echt gut. In dem, wie hieß der andere Film? Eine wie keine. Genau, war der auch. Ja. Der war damals echt gut, ey. Ja. Ich finde, der ist immer noch gut. Ich glaube, den kann man sich mal wieder angucken. Ja, und Ryan Phillippe war ja damals bei Cruel Intentions, wie hieß der auf Deutsch? Oh Gott. Der auch den coolen Soundtrack hatte. Warte mal. Cruel Intentions? Ich kenne den nur unter dem Titel. Hat Eiskalte Engel hieß der auf Deutsch. Ah, ja, genau. Ja, toller Soundtrack. Zum Beispiel Colorblind von Counting Crows. Soll ich noch einen machen aus dieser Box? Ja, ich finde das voll gut. Also kleiner Tipp an alle, das handelt sich immer um irgendwelche Horror- oder Gruselfilme hier aus der Box. Ist halt für Horrorfans. Ich habe jetzt mal eins gezogen hier. Die Überschrift heißt Feurige Liebe. Der,
Achso, noch zu dem letzten. Also es hat keiner richtig erraten. Der Thomas hatte, glaube ich, irgendwas mit Monster. Das war, hat nicht gestimmt. Also es handelt sich nicht um Filme, die jetzt am letzten Wochenende liefen. Ne? Im Gegensatz zu Kates Filmrätsel waren ja immer die vom letzten Wochenende. Das sind jetzt einfach welche hier aus dieser Rätselbox. Wir machen halt mal was bisschen Neues. Ja, neues Rätsel heißt Feurige Liebe. Der Polizist ist der Diebin hart auf den Fersen. Da, nun hat er sie in die Enge getrieben. Doch die Diebin sagt nur lächelnd, ich wusste auf Anhieb, dass es zwischen uns funkt. Ich hab da so eine Vermutung. Ich gehe dir aber noch nach und tippe dann. Ich habe den Film sogar gesehen, aber ich fand ihn scheiße. Sehe ich gerade. könnte eine Indikation sein. Da spielt eine Schauspielerin mit. Egal. Nicht noch mehr Tipps geben. Ja, mal sehen, wer es diesmal errät. Es sind also keine hier nun absoluten Independent-Filme, die hier in dem Ding. Das sind schon irgendwelche Filme, die durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ne? Also okay. Das, ja, hier in der Box, da machen die es nicht so schwer. Und hast du noch eins von dem letzten Wochenende? Oder nee? Nee, habe ich nicht geschafft. Okay. Wir hatten ja in der letzten Sendung Freikarten und Poster verlost oder angekündigt, dass wir da ein Gewinnspiel machen zu diesem Überflieger. Hier kleine Vögel, großes Geklapper. Und ich habe das letzte Woche schon rausgeschickt, weil ich mir gedacht habe, macht vielleicht Sinn, dass sie das gleich haben, dass man nicht erst in der Sendung das auslosen, dass die vielleicht schon, die Gewinner vielleicht schon am Wochenende irgendwie gleich ins Kino gehen können oder so. Also die Gewinner müssten es schon haben. Und ich habe mir jetzt leider hier in der Liste nicht markiert, wem ich es geschickt habe. Ich versuche es mal zu vermuten. Es war noch, ach nee, ist ja ganz einfach, klar. Weil so viele haben nicht mitgemacht. Das waren nur die drei Männer, komischerweise. Also es haben drei Männer und zwei Frauen mitgespielt und beim Auslosen kamen nur die drei Männer dran. Ja. Ich hoffe mal, die haben alle Kinder, dass sie mit den Sachen, mit den Freikarten oder sowas anfangen können. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer Poster und wer Freikarten gewonnen hatte. Auf jeden Fall der Michael, der Marc und der Marco. Würzburg, Pölzig, ja. Oh, Würzburg, ja gut. Das ist ja ganz gut, dass die ein bisschen was gewinnen. Tut mir echt leid für euch, aber ja. Ja, gestärkt zurückkommen, sage ich nur. Ja. Ja. Manchmal, wie hat es unser Timo gesagt, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorn machen zu können. In dem Sinne, ja, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Film. Diejenigen, die die Freikarten gewonnen haben, vielleicht mal einen kleinen Kommentar dann dalassen auf kinocast.net, wie ihr den Film so fandet oder eure Kinder. Das wäre ganz super. Ja, achso, wir hatten noch ein Thema mit dem Kamerateam. Und zwar bei uns war gestern in der Sneak ein Kamerateam. Vielleicht weißt du da noch irgendwie ein bisschen mehr, wo die herkamen. Ich weiß ein bisschen, was die haben quasi die Sneak in den Mittelpunkt, so eine Art Filmreportage. Also die sind, glaube ich, von der Hochschule der Medien und machen so ein Projekt für das Ding. Also die haben diesen Film oder die Doku gedreht. Der Chris hat sich mit denen getroffen und hat dann so ein bisschen was zu Film, zu Sneak erzählt und wie lange er das schon macht und so. Sie haben immer Fragen gestellt und wurden dabei gefilmt, durften auch so hinter die Kulissen schauen, also im Vorführraum und so, und haben eben auch die Geschenkvergabe vor der Sneak gefilmt. Und das Ganze wird dann quasi jetzt geschnitten und alles und dann bei das Ding eingereicht und kommt eventuell sogar im Fernsehen. Also, aber das ist noch nicht ganz klar. Aber wo da? Ja. Weil das Ding ist ja kein SWR oder was? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Wir sind ja auch interviewt worden, also wir quasi, genau. Kate und ich. Ja. Deswegen, ja. Also wenn das, wir werden das dann erstmal sichten, wenn das irgendwo kommt. Ja, und also soweit ich weiß, bekommt der Chris, egal ob das zu das Ding geht oder nicht, kriegt er die Endfassung. Okay. Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall gucken. Ja, sonst hätte ich gesagt, wenn das irgendwo öffentlich erscheint, müssen wir beide, Kate, das erstmal sichten, ob wir das okay finden. Und ja. Bevor wir jetzt hier in der Sendung irgendwie den Link verteilen dann. Aber ja, ja, wir haben halt da ein bisschen was erzählt über die Sneak, warum wir da so hingehen und so.
Ich habe jetzt extra bewusst nicht hier extrem Werbung für den Kinocast gemacht. Das habe ich extra gelassen. Ja, ja, ich meine, das ist ja so ein Studentenprojekt jetzt gewesen. Das kann man auch mal unterstützen. Muss man sich ja nicht in den Fokus stellen. Ein bisschen lustig fand ich halt, sie haben eine Frage gestellt und darauf haben wir dann beide geantwortet und zwar relativ ausführlich, sodass sie dann hinterher keine weiteren Fragen hatten. Das fand ich sehr süß. Da merkt man halt, dass wir öfter miteinander reden. Ja, der das gemacht hat, der hatte auch ja irgendwie nicht so richtige Moderatoren-Skills oder sowas. Also der hat, ja, so als Moderator muss man halt dann auch immer mal Fragen stellen oder nochmal irgendwie nachhaken oder sowas. Der hat uns eine Frage gestellt und irgendwie, ich bin dann halt so, wenn ich merke, dass da irgendein unbehagliches Schweigen entsteht, dann versuche ich halt irgendwie die Situation zu retten und irgendwas zu sagen oder zu fragen und so. Und das hat der halt überhaupt nicht gemacht. Deswegen habe ich dann halt versucht, ein bisschen irgendwie noch das bisschen zu retten, da die Aufnahme. Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Der war, glaube ich, sehr zufrieden hinterher. Wir gucken mal. Wir schauen mal, was da so bei rauskommt. Ich habe ja YouTube-Erfahrung. Stimmt. Ich erinnere mich da an so Gamescom-Beiträge. Genau, Gamescom, Tabita TV. Da bin ich sogar bei einem dabei. Bei einem? Ich glaube bei sechs Videos. Also nicht sechs Videos, ja, sondern sechs. Vom letzten Jahr, von der Game. Ja, genau. Ja, von der letzten. Ja. Letztes Jahr, genau. Ja, genau. Da bin ich auch mal zu sehen. So ist das. Also, jo. Ja. Wir haben auch noch was zu verlosen. Nämlich die Kate hatte ja schon mal so eine Rezensions-DVD gesichtet, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, nämlich das Versprechen, erste Liebe lebenslänglich, wo es darum geht, dass ein junger Mann sich irgendwo in den USA, ein deutsche Wurzeln, glaube ich, ne, der sich da irgendwie einen Diplomatensohn, der sich da irgendwie verliebt und dann geschehen schlimme Sachen und ihm wird da ein bisschen was angehängt und er muss dann auch in den Knast und so und wird da was untergeschoben. Da haben wir die Original-DVD, also nicht die Rezensions-DVD, die wir geguckt haben, sondern die richtige DVD, also Retail, oder wie es so schön heißt, einmal. Und das Buch dazu von Jens Söring, zweimal lebenslänglich, wie ich seit 3 Jahrzehnten für meine Freiheit kämpfe. Ja, das gibt es zu gewinnen, also für jeweils einen Gewinner. Da mache ich auch einen neuen Beitrag dazu auf. Ich werde ihn in den Shownotes mit verlinken, wenn da alles passt und dann könnt ihr das gewinnen. Sieht sehr interessant aus, das Buch. Also ich glaube, das ist, muss ziemlich gut geschrieben sein. War auch irgendwie so ein Bestseller. Was mich jetzt interessiert, ist das Buch. Hat er das Buch nach diesem Doku-Film geschrieben oder davor? Poh, ich weiß nicht. Hier steht drin, ja, hier ist außen nur so ein Aufkleber drauf, also dass der ins Kino kommt. Aber ich glaube, das ist bestimmt vorher... vorher geschrieben. Weil im Film wird dem Kamerateam ja nur dieses eine Interview gewährt und kein weiteres. Deswegen finde ich es erstaunlich, dass er ein Buch schreiben konnte und das dann sogar veröffentlicht wurde. Also hier drin steht 2012 im Buch. Mhm. Ja. Und da steht hier so ein Zitat: Das Buch liest sich packend von der ersten Seite an. Söring zieht den Leser mit in den Sog, in den ihn Elizabeth Hazem riss, hat er Fokus geschrieben. Ja, also wie gesagt, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ja. Diese Doku. Ja, mitmachen. Also mitmachen, genau. Ich versuche dann mal irgendwie noch so einen Beitrag, muss ich ja auch noch machen. Dann könnt ihr da was gewinnen. Dann kommt irgendeine Frage rein, die ihr dann beantworten müsst. Und dann, ja. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Ist auch schon wieder eine lange Sendung. Viele, viele Film heute dabei gehabt. Ich hoffe, das entschädigt euch etwas für die Wartezeit auf die Folge. Und ich schaue mal hier nebenbei rein, was so über unsere Amazon Affiliate Links bestellt worden ist. Ihr könnt ja auf unserer Webseite, gibt es diverse Amazon Links. Also wenn wir zum Beispiel einen Film empfehlen oder über den wir sprechen oder irgendwas, verlinkt man meistens unten drunter so Amazon gleich, dann könnt ihr das dort kaufen und dann kriegen wir eine kleine Provision, von denen wir dann zum Beispiel, wenn wir solche Rezensionen sagen, die Portokosten jedes Mal, das sind halt alles so Kleinkram, der sich aber durchaus läppert. Und ja, zum Beispiel hat jemand, oder vielen Dank an den oder die, die Folgendes bestellt haben, ein USB-Ladekabel, 3 Meter lang, wow, ein, was ist das? Ein Zusatzakku, nehme ich mal an.
Anker Power Core oder sowas. Ist bestimmt hier so eine Powerbank. Ein Amazon Echo Dot. Ja, das war's von letzter Woche bis heute. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Und bestellt dann auch weiter über unsere Affiliate-Links. Könnt ihr dann, wenn ihr sowieso irgendwas bei Amazon bestellen wollt, klickt einfach vorher irgendeinen Link bei uns auf der Seite und gebt dann als Suchbegriff das ein, was ihr eigentlich kaufen wollt. Dann wird das auch mit für uns gewertet. Kostet euch nicht mehr, liebe Hörer. Und wir kriegen da irgendwie so ein paar Cent von Amazon. Und ich glaube, Amazon, die haben es. Den schadet es nicht. Okay. Kommentare hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche. Viele sogar. Ja, viele, weil die meisten sind auch noch so viele zu mir gekommen und gesagt, wo bleibt die neue Folge? Also die Steff, die mag Filme so mit Zeitreisen und, obwohl Zeitreise war es ja eigentlich nicht hier, dieser Bevor du stirbst. Ja, in der Art mit so einer Zeitloop. Ja. Ja, sie hat auch den Spoiler-Talk mit angehört, also hat keine Überraschung mehr, aber sie möchten trotzdem, irgendwie kommt mir der bekannt vor, der Kommentar. Haben wir den irgendwie schon mal gelesen, oder? Hä, komisch. Ja, sie schreibt unten ja noch einen zweiten Kommentar, nachdem sie ihn dann gesehen hatte, glaube ich. Okay. Ja, Split, genau, wollte sie wissen. Zoe Deutsch war der Lichtblick des Films, hat er Martin geschrieben, er findet es halbherzig inszeniert und der deutsche Titel ist eine Lachnummer, meiner. Und ja, der Thomas hatte nur beim Tippspiel mitgemacht, um welchen Film es sich handelt. Und ja, die Steff, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, ihren langen Kommentar, ihr könnt ihn in der Ausführlichkeit lesen. Sie findet auch, dass dieser, wenn du stirbst, auf dieser 13 Reasons Why Welle mitreiten will und sie fand ihn auch ein bisschen übertrieben und hat sie sehr an die Twilight-Filme erinnert mit dieser Liebe leider. Ja, es gibt 7 von 10. Und der Mirko, ja? Und alles gut. Okay, der Mirko hatte auch noch geschrieben, ihn interessiert der Film auch, weil er auch so diese Zeitschleifenfilme ganz interessant findet. Und erst als einziger so ziemlich auf meine Frage eingegangen, was denn die lieben Hörer tun würden, wenn sie in so einer Zeitschleife gefangen wären. Er würde es zum Beispiel interessant finden, mal die Nacht durchzumachen und zu gucken, wann dieser Break passiert, ja, wann dann ein neuer Tag anfängt, weil die meisten gehen irgendwie schlafen und wachen auf und sind wieder im Bett. Aber ich kann mich erinnern, das gab es doch bei Murmeltier auch, da ist dann auch irgendwas ist da und dann ja, ist er trotzdem wieder im Bett. Ja, wer weiß, ist ja aber alles nur Fiktion da. Und ja, dann hat er uns noch, wir haben natürlich, okay, unsere Stimme vielleicht, aber wir zum Aufstieg des VfB gratuliert. Also wir haben ja da, wir spielen ja nicht mit, aber trotzdem, ja, vielen Dank. Und seine Fans, wir sind wichtig. Genau, der 12. Mann. Und sein Verein, der Eintracht Braunschweig, die müssen ja noch in die Relegation, was sie sich aber ein bisschen selber zuzuschreiben haben, weil sie hätten da einfach ein bisschen mehr Gas geben müssen in bestimmten Spielen. Und ja, ich drücke denen jetzt die Daumen, weil ich glaube, Wolfsburg, denen würde es mal nicht schaden, wenn sie mal in die zweite Liga Luft schnuppern und dann lieber so ein Traditionsverein wie die Eintracht Braunschweig mal wieder in die erste Liga. Waren sie ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2014 waren die ja in der ersten Liga, glaube ich, ne? Aber habe ich jetzt nicht ganz so genau parat. Und er hat dann noch gefragt, weil mal versehentlich dieses Template online gegangen ist mit dem Beitrag. Und mir ist gerade aufgefallen, wir hatten ja beim letzten Mal ein Voting hier, Filmschaffender des Tages, ne? Ja. Stimmt. Das müssen wir mal hier mit in die Sendungsvorbereitung mit aufnehmen, dass wir das auch noch kurz mit ansprechen, wenigstens. Letztes Mal hatten ja verschiedene Leute Geburtstag oder Todestag. Und der Gewinner, der Filmschaffende des Tages oder der Folge war Robert Zemeckis, tatsächlich Regisseur von Forrest Gump, Zurück in die Zukunft, mit 6 Stimmen nur. Und George Lucas mit 2 Stimmen. Ein bisschen dünne, ne? Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr Votes hin. So, ich guck mal, heute ist der 23.05. Ich guck mal, wer heute. 23.05. Joan Collins, Geburtstag, 1933. Reinhard Hauff, sagt mir jetzt gerade. Also Joan Collins war ja, glaube ich, war die Denver Clan oder Dallas? Weiß gar nicht. Eins von beiden. Dallas, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Reinhard Hauff sagt mir gar nichts. Lena Nyman mit Y, Nyman. 1944 geboren, sagt mir auch nichts. Der nächste sagt mir was.
1965 geboren, Tom Tykwer, Regisseur zum Beispiel von Lola Rent oder Cloud Atlas, glaube ich. Dann 1986 gestorben, Sterling Hayden, sagt mir auch nichts. Und 2009 gestorben, Barbara Rudnick, das sagt mir was. Diesmal nicht ganz so bekannte Namen dabei. Bei unserer Folge habe ich überhaupt das Richtige. Doch, ich habe das Richtige. Hä? Ach so, stimmt. Ich war jetzt gerade total verwirrt, weil der Kalender hier ist ja von 2016 und da ist der 23.05. ist ein Montag. Ich habe gerade überlegt, hä? 23. heute ist doch nicht Montag. Aber geht ja nur um den Tag. Wenn wir gestern aufgenommen hätten, wäre noch. Oder wäre zum Beispiel Laurence Olivier dabei gewesen. Charles Aznavour, Margaret Rutherford, die Miss Marple, Caroline Herford, Geburtstag und John Derek dabei gewesen. Aber gut, wir haben heute 23.05. Ich mache wieder so einen kleinen Vote. Mal gucken, wer euer Filmschaffender der Folge ist. Bin ich gespannt, wie das angenommen wird. Ja, ansonsten, wenn du nichts weiter hast, nope. Nö. Dann wisst ihr, liebe Hörer, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Am einfachsten ist es über einen Kommentar. Die lesen wir auch meistens vor. Oder sehr gern werden auch genommen iTunes-Rezensionen. Hat man auch länger nicht. Einfach mal, wenn ihr iTunes habt, einfach mal da reingehen, nach Kinocast suchen und irgendwie so 5 Sternchen dalassen und was Nettes schreiben. Das wäre super. Dann kommen wir bei iTunes nämlich auch wieder weiter vorne hin im Ranking. Oder ihr könnt mir auch gerne direkt schreiben, wenn ihr es nicht an die große Glocke hängen wollt, dass es jeder lesen kann. Eric@kinocast.net. Die Kate hat auch eine E-Mail-Adresse. Kate@kinocast.net. Twitter haben wir auch alle beide. Bei mir ist es ganz einfach. @kinocast. Bei der Kate ist es irgendwie @kate_die_katze, oder? Genau. Ja. Oh, mit diesen Unterstrichen ist es immer schwierig. Ja, ich kann es ja nicht am Stück schreiben. Ja. Facebook sind wir natürlich auch und eigentlich auf allen möglichen sozialen Medien. Wenn ihr Kinocast eingebt, ihr dürft bloß nicht aus Versehen bei dieser illegalen App landen da, dann ist alles gut. Lasst es euch gut gehen, liebe Hörer, guckt gute Filme, schreibt uns Kommentare, was ihr so gesehen habt, macht bei unseren Gewinnspielen mit. Ist auch ganz wichtig, wenn da viele mitmachen, dann kriegen wir auch wieder viele Sachen zugeschickt wieder für die nächste Verlosung. Das ist auch immer ganz schön, wenn dann die Filmverleiher sehen, dass da viele mitmachen, sich für bestimmte Dinge interessieren. Ansonsten müsst ihr mal schauen, wann dann die nächste Folge erscheint. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, das muss ich dann erst wieder irgendwann einspielen, ne? Das kriegt man hin. Ja. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Schöne Grüße an Chris. Gerne. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Lobbyarbeit bedeutet Voraussicht. Die nächsten Schritte deines Widersachers vorauszuahnen. Jetzt ist sie unser Feind. Und Gegenstrategien zu entwickeln. Wie in aller Welt hat sie das hingekriegt? Du bist so abgebrüht, Sloan. Ich bin angetreten, um zu gewinnen. Und ich werde jedes mir zur Verfügung stehende Mittel einsetzen. Du willst dich mit der Waffenlobby anlegen? Wir sind über 5 Millionen und wir sind bewaffnet. Leiten Sie eine Untersuchung ein. Sie landen wegen Missachtung des Kongresses im Gefängnis. Um zu gewinnen, treibt man seine Gegner vor sich her. Wir müssen sie persönlich demontieren. Sie kennen das Wort annihilieren? Das bedeutet vollständige Zerstörung. Das hier ist wichtiger als meine Karriere. Sie ist unberechenbar. Du gehst zu weit. Genial. Verwanzen und abhören. Und absolut einzigartig. Es bedeutet, sie zu überraschen und sich nicht überraschen zu lassen.